Bei welchen Symptomen muss der Patient eigentlich zum Rheumatologen? Heute geht es um das Thema Rheuma im Fachjargon PCP, primär chronische Polyarthritis. Und in Deutschland sind knapp 3% der Bevölkerung von einer rheumatologischen Erkrankung betroffen, sagt die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Und die Details gibt's jetzt. So, dann fangen wir gleich mit den Symptomen an, bei denen der Patient zum Rheumatologen gehen sollte. Hi, hier ist wieder Claudia Bignon, eure Ärztin für Notfallmedizin. So, der Patient hat morgens eine Steifigkeit der Gelenke, das heißt, er kann die Hände nicht so richtig bewegen und es sollten mindestens drei Regionen betroffen sein. Hauptsächlich sind es hier die Fingermittelgelenke, die Grundgelenke oder auch die Handgelenke. Beim Rheuma haben wir immer einen symmetrischen Befall. Das heißt, wenn ich hier am Mittelfinger im Mittelgelenk das Problem habe, dann habe ich es auf der anderen Seite auch. Dann gibt es sogenannte Rheumaknoten, nicht zu verwechseln mit den Gichtknoten. Die blende ich euch mal ein. Das sind also auch so Verdickungen an den Gelenken. Wenn mindestens drei Gelenkregionen betroffen sind, dann geht es ab zum Rheumatologen. Und was macht der eigentlich? Der guckt sich natürlich die Hände an und fragt nach diesen Kriterien, macht also eine Anamnese. Dann geht es ab ins Röntgen. Da bilde ich euch auch nochmal hier ein Röntgenbild ab. Im Gesunden sieht man immer schön die Gelenkzwischenspälte, weil da ja Knorpel drin ist. Und beim Rheuma sind die kaputt durch die Entzündung. Und schlussendlich gibt es auch eine Blutentnahme und dann kann man die sogenannten Rheumafaktoren kontrollieren, die sind dann beim Rheuma erhöht. Ja, und was passiert jetzt eigentlich im Körper beim Rheuma? Und wenn wir die Ursachen kennen, dann ergibt sich daraus auch die Therapie. Und es ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, unser Körper entwickelt Antikörper gegen uns selber. Und genau gegen eine Struktur, und zwar, wenn man sich mit dem Gelenk auskennt, da gibt es ja eine Kapsel und diese Kapsel, die hat auch innen eine Haut und die Antikörper zerstören die Gelenkinnenhaut und anschließend dann auch den Knochen. Was sagt das für die Therapie? Also, wir können gegen diese Antikörper zum Beispiel angehen, weil das Ganze sehr, sehr schmerzhaft ist. Können wir auch zum Beispiel mit Aspirin als Schmerzmittel anfangen, aber bitte immer auch zu eurem Arzt gehen, weil Aspirin ist ein Gerinnungshemmer und wenn die Gerinnung sowieso schon kaputt ist, dann sollte man das nicht nehmen. Also das ist jetzt mal nur so eine allgemeine Information. Bei fortgeschrittenem Rheuma, und das blende ich euch jetzt auch mal ein, da gibt es so Fachwörter und es sind drei Dinge. Es ist die Schwanenhalsdeformität. Es ist die Knopflochdeformität und es ist die Ulnardeviation. Was verstehe ich unter Schwanenhals? Ich kann das nicht. Also manche können das ja hier, dieses Endgelenk einfach so abknicken. Ich muss da ein bisschen nachhelfen. Das ist also der Schwanenhals. Das Knopflochdeformität heißt, dass quasi hier im Mittelgelenk das stark umgebogen ist. Also wenn ich jetzt beides mache, dann habe ich Knopfloch und Schwanenhals. Und wenn wir jetzt mal hier die Hand nehmen, da ist die Ulna. Und die Ulnardeviation heißt, die Hände gehen so ein bisschen nach außen. Also wir sehen das auch bei den Patienten, dass die Hände so ein bisschen nach außen geknickt sind. Wie gesagt, über die Therapie will ich mich jetzt nicht so auslassen. Da geht ihr lieber zu eurem Rheumatologen. Auf jeden Fall müssen mal die Schmerzen bekämpft werden. Und das Mittel der Wahl ist auch, dass man gegen diese Antikörper angeht. Na gut, dann hoffe ich, es hat geholfen. Lasst mir gerne ein paar Fragen noch unten stehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.